Kommt zu einem neuen Video und ja, heute bin ich auf der Seite Teste dich. Kann man Tests machen, würde ich sagen. Fangen wir gerade an. Es gibt schon ein paar. Und zwar machen wir, welcher Name passt zu mir? Welche raten die sogar meinen Namen? Wer weiß? Wie lautet mein wahrer Name? Ja. Hey, bist du auf in der Natur? Wenn es sein muss. Wie lautet dein Anfangsbuchstabe? Ich würde mal sagen so. Warte, L. Ich muss kurz nachdenken. Ich hab's richtig gemacht. Ich schreibe dich in drei positiven Worten. Lieb, lustig, wild und. Also, ja, so. Beschreibe dich in einem negativen Wort. Angierig, faul, kaltherzig, respekt, faul. In welchem Fach bist du besonders gut? Sagen, Deutsch. Wenn du dich hübsch. Ja, bin ich durchschnittlich. Hast du Haustiere? Nein. Ja doch. Kannst du dir vorstellen, jetzt alleine zu leben? Nein. Was ist dir am wichtigsten? Meine Familie? Die nächste Frage. Welcher Typ bist du am ehesten? Ja. Sportlich. Und meine Auswertung ist Tanja, Alessia, Mira oder Nadja? Okay, falsch. Machen wir noch einen Test. Ich mache mal einen Concrafter-Test und zwar das Luca-Quiz mit 10 Fragen. Ist Burger dein Lieblingsessen? Nein. Nimmt Luca seine Videos immer in Unterhose auf? Also nicht immer. Seine Shop-Adresse lautet luca.shop.de. Ja. Nein, nicht kaputt. Falsch, glaube ich. luca.shop.de. Kleiner Plüschhund. Balu besitzt eine rote Schleife. Nein. Luca mag Berlin. Das weiß ich doch nicht falsch. Ist Vite in Vitello befindet sich kein Leitungswasser. Kein Leitungswasser. Luca ist immer ausgestorben. Fit und clever, nein. Ist einfach nicht falsch, glaube ich. Nahezu jedes seiner Videos beinhaltet eine Kooperation mit anderen YouTubern, nein. Luca spielt einmal pro Woche. Minecraft ist sein Kanal. Falsch. Er kommt aus Bielefeld. Nein. Auswertung. Man könnte meinen, du wüsstest, wer er überhaupt ist. Sie haben 6 von 10 Fragen richtig beantwortet. Dann würde ich sagen, das war's hier mit dem Video und tschüss.